Hallo meine Schnuckis und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe eine Kooperation mit Kokorosa Studio bekommen und ja, sie stellen Stanzen her, aber auch Stempel und sowas alles. Ich habe unten die Produkte, die ich mir ausgesucht habe bzw. aussuchen durfte, unten verlinkt und auch einen kleinen Promocode. Aber guckt besser erstmal auf die Seite, ob was dabei ist, was euch gefällt. Und teilweise ist da der Rabatt, den es auf der Seite gibt, höher als den, den ihr über meinen Link bekommt. Also da besser mal gucken, was, wenn ihr was haben möchtet, für euch besser ist. So. Und was ich aus diesen Teilchen hier noch werkeln werde, das machen wir jetzt gemeinsam. Ich fange einfach mal mit der kleinen Hasenschachtel an. Das ist diese Stanze hier. Passt in der kleinen Big Shot gemütlich durch. Also sollte auch die günstigeren Schneidemaschinen oder Prägemaschinen das super reinpassen. Ich hätte ehrlich gedacht, die wäre ein bisschen größer. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die hier ist 14 mal 10 cm groß. Und ich würde sagen, da passt so ein kleines Ei rein. Ich habe mir gedacht, für Ostern wäre das ganz süß. Man hatte auch gehofft, dass sie noch ankommt und sie ist angekommen. Ich habe sie jetzt zweimal ausgestanzt, um das Ganze mal auszuprobieren. Also da knickt man das einfach so. Hier sind auch kleine Prägungen drin, ne? Also hier das Stummelschwänzchen, das kann man auch noch ein bisschen hochknicken. Und hier ist auch das Gesicht voll ausgestanzt. Das finde ich voll niedlich. Neben den Öhrchen natürlich. Und dann nimmt man das so, hält eigentlich die Öhrchen zusammen. Und dann müsste das hier durchpassen, wenn man nicht so ungeschickt ist wie ich. Ich werde erstmal hier noch über die Laschen ziehen, dass das etwas gebogen ist. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. So. Gefühlt breche ich mir jetzt einen ab, diese Verpackung zuzumachen. Nicht nur bei dem einen Hasen, sondern auch bei dem anderen Hasen. Habe meine Öhrchen etwas verknickt und bin nicht ganz damit zufrieden, dass da das Gesicht so reingeht. Ich vermute mal, wenn man da wirklich ein Schokoei reinfüllt, dann geht auch das Gesicht bzw. der Puschelschwanz auch nach außen und dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Also von der Qualität der Stanze her gibt es nichts zu bemängeln. Das hat alles einwandfrei gestanzt und sieht dann auch ganz süß aus. Vor allem das Gesichtchen, das ist so mein Highlight von diesem Häschen. Man kann es natürlich auch einfach nur das Gesicht abschneiden, wenn man es ausgestanzt hat. Und dann hat man ein Hasengesicht. Beziehungsweise kann auch die Rückseite nehmen und dann kann man da bestimmt auch eine ganz coole Karte mitmachen. Ich habe jetzt hier einfach noch ein paar Schleifchen angebracht. Mich stört auch ein bisschen, dass die eine Seite von der Schachtel nach oben geht. Ja gut, das ist vielleicht so bedingt, dass das halt einfach nicht anders geht. Aber das ist in Ordnung. Dann habe ich mir diese Hasenstanze geholt, beziehungsweise Eier mit Gras und dem Hasen. Das ließ sich super ausstanzen, gar kein Problem. Also die hier sind top. Ich habe mehrere ausgestanzt, weil ich eine Schüttelkarte machen möchte. Und das hier ist auch dabei. Das ist quasi so eine Glockenblume. Nennt die sich so? Ich weiß es nicht. Habe ich mir jetzt zweimal ausgestanzt, damit ich hier diese Blüten quasi hier drauf kleben kann. Man könnte es wahrscheinlich auch anmalen, wenn man ein weißes Papier nimmt. Das geht auch. Ja, ist eigentlich ganz gut. Bis auf hier oben. Da ist so ein, ja, so ein Mini-Teil zum Rausholen. Mal hier besser zeigen. Also da und da. Das sind diese beiden Mini-Löcher. Und der hier, den muss man dann von innen rauspulen. Hier. Also geschnitten hat er perfekt, aber man muss ihn dann von innen säubern und kommt von außen nicht mit dem Loch durch. Aber gut, das ist eine Stelle und das ist in Ordnung. In meinen Augen. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt. So. Und dann habe ich mir hier. Das Häschen war auch supi. Also das ist super ausgestanzt. Da bin ich ganz zufrieden mit. Da gibt es nichts zu beanstanden. Und dann habe ich mir hier noch eine Folie geholt, die sich irgendwie mit Krümelkrams voll suckelt. Das wird dann nämlich die Schüttelkarte. Und dafür werde ich jetzt erstmal hier meine vier, sind es insgesamt vier weißen Teile, zusammenkleben.
Ich klebe jetzt einfach den grünen Rahmen oder das grüne Gras einmal auf die Folie oben drauf. Und ja, das geht dann mit dem Kleber ganz gut. Und dann überlege ich mir, wie ich den Hasen gerne hätte. Das ist wieder so ein langwieriger Projekt. Möchte ich den so rum? Möchte ich den andersrum haben? Wo soll diese Blume hin? Das ist, wenn man im Kopf nicht so ganz genau weiß, was man haben möchte, dann probiert man das aus und dann entscheidet man sich, wie man das dann setzt. Ich habe jetzt die violetten Blüten auf das grüne Teilchen geklebt. Ja, es dauert gefühlt ewig. Es ist eine kleine Fuddelarbeit und hat bei mir nicht ganz so... Naja, doch, es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Aber ehrlich gesagt, einfach weiß ausstanzen und anmalen, das ist eine bessere Arbeit. Vor allen Dingen, weil ich hau die Pflanze nachher hinter die Folie. Das heißt, man hat dann auch nicht dieses Gefühl von... Da sind noch Blüten oben drauf. Wenn ich das jetzt auf eine Karte machen würde oder so, dann würde ich das eher kleben, weil es dann noch eine 3D-Optik hinterher bekommt. Man kann ja auch 3D-Pads eigentlich dahinter setzen, fällt mir gerade so ein. Aber wie ihr seht, das dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit. Aber so ist das halt manchmal. Schnibbelt man vor sich hin und klebt und tut und macht. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier auch einen anderen Kleber verwendet, weil mein anderer dann leer war. Den musste ich dann auch erstmal auffüllen, weil das ging gar nicht. Also ich war mal Freund vom Tombow, mittlerweile nicht mehr so. Also ist es. Jo, Pflänzchen fertig. Dann kann man sich dann einmal das Ei ausschneiden. Ich habe erst gedacht, oh ja, ich stanze mir das mal aus mit der Folie. Ja, gut, dass ich nicht so schnell dran gedacht habe, das zu machen, weil ich habe nicht so viel Folie und da musste ich dann ein bisschen gucken. Weil wenn man das ausstanzt, dann hat man ja nur den Eierrahmen und nicht das flächig. Wisst ihr, was ich meine? Also es wäre ganz cool, wenn man irgendwie noch so eine Stanze hätte, die noch so ein flächiges Ei ausstanzt. Und vielleicht so einen Kreis, dass man dann nicht das Gras wegschneiden muss. Aber ja gut, das wäre dann eine Verdopplung der Stanze. Muss ja auch nicht sein. Dann habe ich mir mein Blütchen beim Hasen drapiert, so ein bisschen über den Hasen, unter den Hasen, damit das noch einen hübschen Effekt gibt. Und dann habe ich da versucht, mir zu überlegen, wie ich denn da Kleber aufbringe, dass das nicht so durchscheint. Also Folie aufkleben ist ja immer so ein Ding, weil man sieht ja dann den Kleber. Und ich habe mal den Tipp bekommen, dass man doch einfach tupft. Also den Kleber auftupft dünn und der dementsprechend dann den Kleber nicht so sieht, wenn es trocken ist. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Dann habe ich mir die Folie da drauf geklebt, ein bisschen gestückelt, weil meine Folie nicht mehr groß genug war und dann einfach außenrum abgeschnitten. Man könnte natürlich jetzt auch die Blume, die ich damit abgeschnitten habe, noch außen stehen lassen, aber das wollte ich gar nicht, weil sonst hängt das da immer rum und das muss ja auch nicht sein. Jo. Dann habe ich meine weißen Ringe oder meine weißen Eier einmal unten das Gras abgeschnitten, weil das kann man im Prinzip auch stehen lassen. Nur das wollte ich nicht, weil wenn man das dann aufklebt, dann ist das grün-weiß hinterlegt. Also wenn man das in schwarz machen würde, wäre das wieder was anderes. Das würde eine Art Schatten bilden. Aber ich wollte halt gern, dass das Grün nach vorne kommt und nicht irgendwie mit weißem Schatten hinterlegt ist. Deswegen habe ich da das Gras einmal abgeschnitten. Und dann gehe ich auf die Suche nach Füllmaterial, was ich da alles reinfüllen kann. Das sind dann bei mir ein paar Steine geworden, die ich vom Diamond Painting übrig hatte. Ein paar Pailletten und von der anderen Stanze, die ihr gleich noch sehen werdet, habe ich die Herzen aufgehoben und da ebenfalls noch mit reingetan. Dann schön verteilt und ganz versucht, vorsichtig am Rand ganz wenig Kleber aufzubringen, sodass ich nur wirklich das Grün da oben drauf kleben kann, ohne dass die Teile da innen festkleben. Man kann statt diese vier weißen Teile zu nehmen auch einmal Moosgummi aufkleben oder Moosgummi ausstanzen, dann hat man die Höhe auch gleich und ja, da braucht man dann nicht so viel stanzen, aber es geht auch so. Und fertig ist mein Schüttelelement. Weiter geht's mit dieser Stanze. Da habe ich mir gedacht, ich mache eine Karte draus. Kann man, glaube ich, auch ganz gut irgendwie für Alpen benutzen, dass man halt so eine Seite hat, die dann durchlässig ist. Lässt sich relativ gut stanzen, bis auf das Herz hier in der Mitte. Das ist irgendwie, das hat nicht so ganz funktioniert. Das hat hier auch noch so Riffeln drin. Das macht das Ganze etwas merkwürdig, weil das sieht dann
So auch so ein bisschen gerissen. Man könnte es auch drin lassen. Ich glaube, das wäre besser, wenn man das mittlere Herz drin lässt. Ich habe es jetzt rausgenommen. War ein bisschen tricky. Ansonsten nochmal mit der Schere nachgehen. Das hat nicht so, glaube ich, so funktioniert, wie es soll. Aber ansonsten ließ sich das ganz gut schneiden. Und man hat ja noch Konfetti dann daher. Ich habe hier die Ecken abgerundet, weil die hier quasi in das Papier reingedrückt haben, dass man das gesehen hat, dass es gestanzt wurde. Ja gut, wenn es einem nicht gefällt, macht man es ab. Ne? Die Stanze ist übrigens. Oh, ich habe meinen Zettel jetzt hier. Doch. 12 mal 10,6 cm groß. Also das ist eine ordentliche Größe. Ne? Man sieht, passt die ganze Hand drauf. Ich habe es, wie gesagt, einmal ausgestanzt, habe mir jetzt ein buntes Schuss Papier genommen und werde da jetzt auch erstmal die Ecken abrunden. Das hier ist immer 5 mm größer als die Karte. Ist halt jetzt kein normales Kartenmaß, ne? Das muss man bedenken. Aber wie gesagt, man kann es auch anderweitig einsetzen. Und das werde ich jetzt erstmal hier ganz einfach draufkleben. Mir ist es nicht ganz gelungen, dass dieser Punkt hier in der Mitte ist, weil das war auch in der Mitte vom Papier. Ich wollte es relativ mittig haben. Also ich kann ja, wenn ich das Kartenmaß habe, hoch runterrechnen auf das, was ich habe hier, ne? Aber andersrum, ich habe mir einen abgebrochen. Das glaubt man nicht. Echt bekloppt. So, hier klebe ich das Ganze ein bisschen 3D-mäßig auf. Dafür nehme ich mir hier diese runden Pads, weil ich hier natürlich auch nur in den Ecken arbeiten kann. In der Mitte ist das ein bisschen knubbeliger. Ja, vielleicht doch, da passen noch kleinere hin. Die habe ich ja auch. 2, 3. Nehmen wir die hier noch, dass da in der Mitte ein bisschen Halt ist. So, und dann ist die Karte im Prinzip auch schon fertig. Man kann natürlich da überlegen, ob man noch einen Spruch drauf macht, nur ich finde, das wird dann irgendwie sehr viel. Also ich finde, diese Stanze, die macht schon sehr, sehr viel. Und dann kommt die jetzt hier einmal drauf. So. Ein bisschen Luft nach oben. Umgeknickt und fertig. Ja, das Papier ist so ein gebartigtes Papier und ich finde, das sieht man dann ganz gut. Kann das natürlich auch in Schwarz machen, dann hat das wieder eine komplett andere Wirkung. Ich wollte es mal in Hell haben und ja, ich mag es ganz gerne. Wie gesagt, das Herz würde ich das nächste Mal drin lassen und ansonsten funktioniert das ganz gut mit dem Ausstanzen. Dann geht es weiter mit diesen Stanzen hier. Und zwar sind das einmal zwei Blätter, die sich in verschiedene Richtungen biegen. Das finde ich sehr cool. Das sind dann die hier. Das kommt dabei raus. Und dann gibt es eine Blume, Rose, und die wird drei gestanzt. Also man hat einmal hier das äußere, das mittlere Teil und dann das innere. Ich habe das jetzt mal so in Pinktönen und in Weiß gemacht und wollte damit so eine, ja, eine Blüte erschaffen. Das Ding ist einfach nur, man weiß nicht, wie man das aufzukleben hat. Also das hier finde ich noch sehr schlüssig. Aber wo das hinkommt. Ich habe mir auch nochmal Produktfotos angeschaut. Ist nicht ersichtlich. Es wurde unterschiedlich drauf gemacht. Also macht man es eigentlich so, wie man es möchte. Man kann es auch 3D-mäßig aufkleben. Ich werde das Weiße, glaube ich, auch mit 3D-Pads aufkleben, weil das dann einfach vielleicht noch besser wirkt. Also das hier ist sehr offensichtlich. Das kommt hier hin. Und bei dem hier, ich weiß es nicht. Also ich würde es jetzt irgendwie so aufkleben. So. In der Kamera sieht es ganz gut aus. So auf meinem Tisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe auch meine 3D-Pads hier. Dann machen wir das mal.
Dann wollte ich das, ich glaube, so. So wollte ich das. Ja, es ist halt ein Röschen. Und irgendwie müsste man unten das, glaube ich, besser sehen. Na, jetzt klebt es. Also wie gesagt, das ist so ein Ding, so, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es geklebt wird. Ist immer ein bisschen doof. So, dann habe ich mir auch Kartenmaterial zurechtgelegt. Einmal ein Kartenrolling. Darauf kommt die Mattung. Ja, hier, ne? Tombow-Kleber. Ich sag's doch. Es klebt. Und dann die Frage, wo habe ich mich verschnitten, dass das so merkwürdig aussieht. Ich weiß es nicht. So, einmal das hier aufkleben. Nachdem die Mattung klebt, kommt das Arrangieren auf der Karte. Das ist wieder das Komplizierte, was ich habe. Der Spruch ist übrigens nicht von dem Shop, den habe ich mir aus meinem Stempelvorrat genommen und dann einmal zurechtgeschnitten. Und danach klebe ich den auch noch auf ein Stück Pink, weil mir das einfach unterging vom Spruch her. Ja, es ist halt einfach nicht so einfach manchmal, um eine Karte fertigzustellen. Ich denke mal, jeder von euch kennt das, dass man da hin und her probiert, wie es am besten passt. Und ja, das dauert halt manchmal etwas. Aber es ist halt eine Karte, die entsteht langsam. Und wenn ich wüsste, wo alles sofort hinkommt, dann ist mein Kopf, glaube ich, falsch. Also mein Kopf weiß das nicht. Manchmal redet man komische Sachen. Aber ich denke mal, jeder von euch kennt dieses Problem, dass man eine Karte hat, die im Kopf sieht die gut aus und dann sitzt man da und weiß nicht, wohin damit. Da habe ich dann versucht, den Spruch richtig anzuordnen, wo ich den gerne hin hätte. Und auf der Rose hat er mir ganz gut gefallen, aber irgendwie auch nicht. Und ja, so ist es halt manchmal. Und dann habe ich es einfach oben hingeklebt. Noch ein paar Pailletten dazu, damit es etwas glitzert, weil das gehört dazu. Also, ne, mir wurde gesagt, wenn was fehlt auf der Karte, mach Glitzer drauf, dann ist alles gut. Dann nehme ich die Karte einfach nur und mache die 3D-mäßig auf den Kartenaufleger drauf, auf die Mattung. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Jo, fertig ist die Karte. Sehr pinkig, aber irgendwie mag ich sie trotzdem. Ich bin halt so der Pink-Mensch, aber es gibt ja Pink-Menschen unter uns. Und dann kann man sowas hier verschenken. Ich mag die Stanze eigentlich, wenn man wüsste, wie man das aufklebt. Aber Stanzen tut sie sehr gut. Da gibt es nichts. Also die ist super im Stanzen. Und es sind halt auch viele Teile dabei. Ja. So. Dann geht es weiter mit den kleinen Blümchen. Blümchen. Blätter. Es sind Blätter. Und zwar heißt das diese Stanze. Ich habe es jetzt nicht auseinandergenommen, weil ich das alles in einem Eimer durch die Stanzmaschine gejagt habe. Es war ein bisschen tricky. Also es sah aus, als ob es nicht richtig durchgestanzt war. Ich weiß nicht, ob es durchgestanzt war oder nicht. Ich habe mir dann einfach, also hier lag das Papier drauf und dann habe ich mir hier noch so ein Stück Tuch da drauf gelegt. Also man kann es hier erkennen. Ne? Also hier ist es geschnitten und damit war es dann perfekt. Und ich konnte das alles ohne Probleme rauslösen. Vielleicht als kleinen Trick, falls ihr da Probleme habt, dass das nicht immer richtig durchgeht. Dass es so eine Mini-Erhöhung gibt und dass es dann stärker gepresst wird. Also, das ging ansonsten auch gut rauszulösen bei der einen, genau, bei dem Blatt hier. Das ist das hier. Da gibt es auch wieder zwei Dinge hier innen, die man innen rauspruppeln muss, weil da einfach keine Löcher sind zum Durchstecken. Aber wie gesagt, das ist auch nur bei dem Blatt so. Und bei den anderen war das. Lasst mich schauen. Nee, war es überhaupt kein Problem. Die hier sind auch nur eingeschnitten hier. Also das ist, ne, wenn man es ordentlich durchjagt, dann hat man hier auch so eine Pressung, könnte man auch eine Schnur durchziehen. Aber ich finde die ganz schön von den Formen her. Vor allen Dingen das hier, wenn man jetzt irgendwie was ein bisschen,
Ja, das könnte man auch als Fenster nehmen. Das muss ja kein Blatt sein. Ich habe halt mein Jellyplate-Papier verwendet. Das heißt, da sind überall so Bronze-Akzente drauf. So Grün-Bronze und ganz cool für Blätter gerade. Und ich habe mir hier schon mal so eine Papierblume hingelegt, weil ich mir da einfach nur so ein Element draus machen will, wo ich das später als Teil irgendwo draufkleben kann. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Also, dass ich mir quasi ein Grundgerüst Tag zusammenbaue, wo ich dann nachher Sachen mitmachen kann. Ich weiß nur noch nicht wie. Das Arrangieren und Entscheiden. Ihr kennt es wieder von mir. Ist in diesem Video des Öfteren vorgekommen. So, ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich mir einfach einen Kreis ausstanze, da die Blätter drauf klebe, einfach wild, ohne wirklich großartig nachzudenken, auf der einen Hälfte von dem Kreis und dann einfach die Blume oben drüber, sodass die Blätter alle nach unten rausschauen. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool. Und dann habe ich hier mein Emblem fertig. Das kann man dann zum Beispiel so als Buchcover irgendwo in die Ecke setzen. Finde ich ganz hübsch. Oder hier unten hin. So. Ne? Eine ganz coole Sache. Und das waren schon alle Stanzen, die ich mir ausgesucht habe. Also einmal die Blätter. Ne? Das ist das hier. Dann einmal hierfür diese Stanze mit der dreilagigen Rose. So, wird ein Schuh draus. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das irgendwie legen kann. So, dann hatte ich diese große Stanze hier. Da ist das bei entstanden. Dann hatte ich diese Hasenstanze. Da habe ich ja hier die Schüttelkarte draus gemacht, beziehungsweise Schüttelelement. Ja, mit den Tupfen, das funktioniert ganz gut. Also man sieht kaum noch Klebereste und ansonsten, man schüttelt ja und dann sieht man dann auch sowieso keine Klebereste. Kann man, glaube ich, ganz hübsch ans Fenster hängen. Das ist dabei entstanden. Und dann die Mini-Hasen. Tüten, wo vielleicht ein kleines Schokoei reingeht. Ja, habe ich meine Meinung schon zugetan. Ne? Das ist diese Stanze hier und da. Das sind jetzt alles meine Projekte. Ich bin mit den Stanzergebnissen soweit sehr zufrieden. Also ein paar Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie großartig Probleme bereitet. Der Versand hat bei mir, glaube ich, knapp 2 Wochen gedauert. Also das ist relativ fix dafür, dass es aus China kommt. Und jo, es gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Preise sind in Ordnung. Es gibt, glaube ich, auch günstigere Shops. Aber dafür, dass die Qualität jetzt bei den Stanzen, die ich hatte, top war, kann man da auch gerne mal schauen. Vor allem guckt nach den Rabattcodes. Müssen nicht meiner sein. Es gibt, wie gesagt, auf der Seite auch immer mal wieder Rabatt. Macht das Ganze etwas günstiger. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch gefallen die Projekte. Könnt ihr mal reinschreiben, welches euer Lieblingsprojekt gewesen ist. Meins ist eindeutig die Blätterblume. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.